Das Meisterjahr, das eigentlich gar nicht so gut angefangen hat für uns. Ich glaube, wir waren nach 6 Spieltagen waren wir Tabellenletzter. Hatten 13, 9 Punkte und ja, Enno hat dann ständige Krisensitzungen gemacht und ja, da ging natürlich schon die Angst vorm Abstieg rum und ja, da waren wir natürlich dann schon ziemlich unter Druck. Wir hatten eine sehr, sehr junge Mannschaft mit Mays, Molin, Hilscher, Süß, Tian, Zichao und waren alle da Anfang 20 gewesen. Und ja, wollten natürlich dann erstmal nicht absteigen. Also das war dann das primäre Ziel und haben dann aber einen richtig guten Lauf bekommen und sind dann auch in die Playoffs sogar reingekommen, was schon eine kleine Überraschung oder eine echt gute Leistung für uns war. Und ja, da ging es eigentlich dann erst so richtig los für uns. Da haben wir dann gegen Gönnern gespielt, das Halbfinale. Hinspiel, glaube ich, war 5-5 und Rückspiel haben wir dann 6-0 sogar gewonnen. Also das war eine absolute Sensation schon. Und ja, dann waren wir im Finale auf einmal gegen Grenzau. Natürlich Grenzau haushoher Favorit gewesen. Das Hinspiel hatten wir, glaube ich, 6-4 verloren. Ja. Und damit mussten wir das Rückspiel auch 6-3 gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Da Grenzau besser platziert war in der Abschlusstabelle. Ja, das war eigentlich kaum möglich. Und ja, das haben wir aber dann trotzdem irgendwie geschafft. Ich hatte dann das letzte, das entscheidende Spiel bei 5-3 gegen Chenzibin. Musste ich hören und das Spiel dann gewonnen, das erste Mal auch gegen ihn. Ja, und das war natürlich dann, da war die Sensation perfekt. Ja, selbstverständlich. Also es war in Grenzau das Rückspiel. Ich glaube eher, dass Grenzau da schon alles vorbereitet hatte für die Meisterfeier und wir nicht unbedingt so. Sind dann zurückgefahren mit dem Fanbus und dann ja, war hier natürlich noch eine riesen Party und ja, unvergesslich.